AWO feiert Richtfest. Am vergangenen Freitag schlugen die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt Auerbach, Katrin Schmidt und Katrin Lämmerhirt vom Baumanagement die letzten Nägel in den Rohbau der neuen Servicewohnanlage in Rodewisch. Für das barrierefreie und seniorengerechte Heim in der Auerbacher Straße nahm die AWO rund 3,5 Millionen Euro in die Hand. Wir hatten natürlich ein Gespräch mit unserer Bürgermeisterin Kerstin Schöninger in Rodewisch und haben natürlich schon gefragt, was wünschen sich ihre Bürger? Was wird noch gebraucht? Wie sieht ihre Stadtentwicklung aus? Wie sieht die Gestaltung aus? Und ich denke gerade Gebäude mit Fahrstuhl, barrierefrei, mit Balkons, das ist ganz wichtig und ganz zentral. Und wir haben dann natürlich eine Befragung gemacht, eine Analyse angestellt und so sind wir darauf gekommen. Die 24 rollstuhlgerechten Wohnungen sind unter anderem mit einem Bad und einer Einbauküche eingerichtet. Man habe großen Wert auf die Möglichkeit gelegt, selbstständig zu sein, so Katrin Schmidt. Die ersten Bewohner können ihre neue Residenz voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres beziehen.